Juhu, unser Buch ist meine lieben interessierten Zuhörer. Ich möchte euch heute dieses Buch vorstellen. Abracadabra, das kleine Hexenallmal 1. Aus der Reihe Urlicht. Das Projekt stammt von einer Gemeinschaft von Hexen. Eines Tages fragte mich Tanja Wilhelmus, ob ich daran interessiert sei, altes Wissen weiterzugeben. Und dann wurde eine Gruppe bei Facebook gegründet und die Hexenschwestern und auch andere Schamanen und Hexer haben schnell ihr Wissen zusammengetragen und dadurch ist dieses Buch im Masso Verlag entschieden. Danke Manu, die Verlegerin, die dieses ganz tolle illustrierte Buch zusammengefasst hat. Und es ist ein Leitfaden für junge Hexen und andere magisch interessierte Menschen. Ich gucke jetzt einmal in das Buch rein und möchte euch als erstes mal ein Gedicht vorlesen. Magie, Magie, eile herbei, hilf mir in meiner Hexerei, sei da im Geiste meiner, ich fühl dich wie sonst keiner, schenke dir dafür zum Danke, von der Mutter Natur aus eine Ranke. Der Rauch eines Wacholders sei mir hold. Ich behandle ihn wie pures Gold. Ich danke dir für diesen Segen, Schutz und ein langes Leben. Im Inhaltsverzeichnis finden wir Briefe an dich. Ich hoffe, ich darf du sagen. Von Hexen und von solchen, die es werden wollen. Hexenregeln und Philosophie der Hexerei, Geschichtliches, freifliegend, elektrisch oder Kurven, das Who is Who der Hexenzünfte, Wicca, Schamanen und Druiden, Hexenwerkzeuge, magische Symbole, Räucherkunde für Anfänger, Basisrituale, Zaubersprüche, Chants, Gebete, Orakel, die Elemente, planetare Energien und Astrologie, der Jahreskreis und seine Feste, Hexentalente, Erdung und Meditation, die Macht der Steine, wichtige Pflanzen, Hexenrezepte und Magisches aus der Küche, also jede Menge Rezepte, Kraft- und Totemtiere, magische Wesen, Hexengottheiten und andere wichtige Figuren, Erfahrungsberichte, häufige Fragen, kleines Lexikon der Hexerei, Hexenpoesie und magische Geschichten. Im Teil 2, das große Ziel, ich bin eine Hexe. Hexentest und Antworten. Priesterweihe und Weihe der Ritualwerkzeuge. Und wir haben hier hinten auch eine Hexenurkunde. Alle Mitwirkenden aus diesem Buch, oder ich hoffe fast alle, sind auch hier zu sehen. Ich bin also auch mit dabei. Ja, dieses Buch ist ein soziales Gemeinschaftswerk, Hexen für ein Kinderlachen. Das heißt, das Geld geht an Kinder in Armut. Es ist also auch noch ein hilfreiches Buch. Ich hoffe, es gefällt euch. Fragen bitte an uns, an mich. Und ich muss ja auch noch mal reingucken heute Abend. Ich bin schon ganz wild drauf. Es gefällt mir schon ganz gut. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Viele liebe Grüße von Hexe Aprilius oder wer mich kennt. Von Gabi. Tschüss.